Ja, hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Heute mit einem Klassiker Hawaii Toast. Wie wir den machen, zeigen wir euch jetzt. Viel Spaß! Kühnes Kochkanal. Hallo ihr Lieben, heute soll es bei uns Hawaii Toast geben. Ich erinnere mich daran, so in den 80ern muss das gewesen sein. Das war ein perfektes Samstagabendessen. Ja, heute machen wir das mal wieder. Allerdings ein bisschen abgewandelt. Wir nehmen dafür 4 Scheiben Kastenweißbrot, 4 Scheiben frische Ananas, Kochschinken, halt auch 4 Scheiben, eine Ziegenkäserolle, die wir dann noch klein schneiden. Etwas naturtrüben Apfelsaft, nicht nur etwas, das sind 80 Milliliter. Dijon-Senf, da wird jede Scheibe, also es werden ungefähr 2 Teelöffel werden, jede Scheibe wird mit einem halben Teelöffel damit bestrichen. Etwas Butter, um die Ananas in der Pfanne anbraten zu können. Und ganz zum Schluss kommt bunter Pfeffer drüber. Ja, was ziemlich schnell ist. Das Ganze kommt in den Backofen bei 200 Grad. Und gleich geht's dann weiter. In einer Pfanne habe ich nun den Esslöffel Butter erhitzt. Darin werden nun unsere Ananasscheiben von jeder Seite so 2-3 Minuten angebraten. Die kriege ich mit der Zange nicht raus. So. Unsere Ananas ist nun schön angebräunt. Wow. Die stelle ich beiseite und lösche das Ganze in der Pfanne mit unserem Apfelsaft ab. Lass den etwas einreduzieren und dann sehen wir uns gleich weiter. Wieder. Nicht weiter. Wie schon angekündigt, werden nun unsere Weißbrotscheiben mit Dijon-Senf bestrichen. So. Ich mache jetzt bei einem weiter und danach. Dann kommt unsere Scheibe Kochschinken drauf. So. Der Ball ist da drüben stehen. Dann folgt unsere Scheibe Ananas. So. Dann legen wir den Ziegenkäse drauf. Mal gucken, wie viel wir drauf. Ich denke, 4 Stück reichen. 4, ne? Dann beträufeln wir das Ganze mit unserem reduzierten Apfelsaft. Genau, und mit dem Rest von der Ananas. Und nun kommt noch etwas gemahlener Pfeffer drüber. So sollte das Ganze aussehen. Das Ganze geht dann in den Backofen, wenn alle 4 Scheiben fertig sind, bei 200 Grad Ober- und Unterhitze, so 8 bis 10 Minuten. Ja, Freunde, kurzes Fazit, sehr lecker, aber auch sehr heftig. Es ist nicht mal so ein Snack für zwischendurch. Ich sage schon mal, das wäre eine Hauptmahlzeit. Ne? So sättigend ist das. Wir hatten für jeden 2 Stück gemacht. Anderthalb haben wir beide geschafft und danach kapituliert. Ja, wir haben sie gestern Abend gemacht. Und ich sage euch, die übrig geblieben sind, haben wir heute Morgen kalt gegessen. Genauso lecker noch. Probiert es einfach aus. Ihr werdet begeistert sein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Netten Kommentar. Abonnieren könnt ihr immer unten rechts, darüber würden wir uns sehr freuen. Und wenn ihr demnächst wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal, würden wir uns natürlich auch freuen.
Bis dahin, schönen Sonntag noch, bleibt gesund und tschüss. Kühnes Kochkanal.